So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn. Vor ein paar Tagen habe ich ja aufgenommen und habe ja die Dämonenbeschwörung kennengelernt. Jo, starke Seele 13. Ich habe nicht so viele starke Seelen. Aber dafür habe ich ja, ich habe noch genug Seelensteine, das passt schon. Ich würde gerne weitermachen. Beziehungsweise nicht wirklich weitermachen, sondern eher. Wo habe ich denn jetzt die. Ah, hängt da hinten. Entschuldigung. So. Final Fantasy Vampires Dawn. Hier ist das Listchen von den Parts und allem drum und dran. Das ist dann soweit auch okay. Ah, jetzt erstmal entspannt hinsetzen, Leute. Jo, beim letzten Mal haben wir Pharao Ustra die Leviten gelesen, haben einen richtig coolen Dingsbums dafür bekommen. Eine richtig geile. Beschwörung. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem. Ich guck mal, was die nächsten Aufgaben sind. Ich weiß nicht, ob ich mit der Story schon weitermachen will oder ob ich einfach mal jetzt beim letzten Mal Wüste und beim nächsten Mal Dingsbums. Finde einen Aufenthalts für Arkpraxas, Auftraggeber für Zaesten, Höhle im Magiegebirge nördlich von Nebesura, ein altes Armband in der Diebeshöhle in Iranis nach dem verpackten Gegenstand. Weißt du was? Das werde ich auch machen. Ich werde jetzt die Dingsbums abklappern. Obwohl, nee, warte mal. Wir haben ja noch diese roten Steine. Da gucke ich einfach mal ein bisschen nach. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier gibt's was. Hier gibt's eine Höhle. Versteckt, das wusste ich noch. Das ist, glaube ich, der Schrein des Feuers. Ich fliege hier einfach mal als Fledermaus durch, weil hier kommen sowieso, glaube ich, nur Feuerwächter. Die sind erstmal nicht so problematisch. Weil die geben auch nur normale Seelen. Ja, hier, wenn wir hier drüber fliegen, macht's Aua. Feuerring. Genau, Feuerwächter. So, der Wallner kann mal ein bisschen Blut saugen. So, der Feuerwächter stirbt. Die geben auch keine starken Seelen oder so, sondern nur normale Seelen. Ist eigentlich ganz gut, um mal wieder ein bisschen zu den Vorrat aufzufrischen. Aber jetzt nichts Lebensnotwendiges, von daher hält sich das so ein bisschen in Grenzen. Okay, hier müssen wir nicht lang, aber hier haben wir eine Truhe gefunden. Soll der Wallner nochmal saugen? Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon voll ist. Übrigens Tomb Raider fertig. Gerendert. Gab ein paar Probleme mit den Schnitten, weil zwischendurch gab es Tonaussetzer in der Datei, in den Dateien. Das hat ein bisschen Probleme verursacht. Da konnte ich leider nichts machen. Deswegen gibt es bei dem einen oder anderen so ein paar Minuten Schnitt. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil du. Das ist halt ärgerlich, ne? Aber das Problem ist halt, wenn ich so lange streame, dann werden die Dateien sehr, sehr groß und sehr, sehr lang. Und wenn du die dann hin und her schneidest, dann kann es Probleme geben. Und ja, das ist dann halt immer so ein bisschen blöd. Weil manche Streams, gerade die Streams, die ich von Twitch runtergeladen habe, die machen halt immer ganz gerne mal, wenn die zu lange sind, Probleme beim Download. Und da kann es halt schon mal passieren, dass es da technische Fehler gibt. Von daher für die Freunde von Shadow of the Tomb Raider bitte ich diese kleinen Fehler, die ab und zu mal auftreten oder auftraten, das ist wirklich nur ganz, 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 ganz kurz, zu entschuldigen. Da konnte ich aber auch nichts machen, wirklich gar nichts.
beziehungsweise ich weiß nicht ganz, aber nach 2,5 Stunden herumtesten, um diese Fehler rauszuhauen, habe ich dann auch einfach aufgegeben, habe gemeint, okay, das lohnt sich halt auch nicht. Da habe ich dann wirklich eine Entscheidung, eine Wirtschaftlichkeitsentscheidung treffen müssen, wo ich mir gedacht habe, okay, bringt's was, bringt's nichts. Nein. Wir machen heute den Feuertempel hier. Wenn mich nichts nicht täuscht, wenn mich nichts täuscht, müsste das der Schrein sein. So, ich weiß, kenne den Weg zu dem magischen Ort nicht. Erkennt man meistens eigentlich auch daran, dass man im Feuerschrein ist. Die Wächter sehen alle gleich aus. Nur der Unterschied ist, dass die Wächter elementgebunden sind. Bedeutet, wenn wir im Wasserschrein sind, sind es Wasserwächter und dann Windwächter und Schattenwächter und Lichtwächter etc. etc. Alles Mögliche. Okay, hier ist auch nur eine Truhe. Speichersteine erhalten, super. Früher habe ich mich immer gefreut und jetzt denke ich mir so, ja, ist schon ganz nett, aber brauche ich jetzt halt dank den Speicherkristall nicht. War übrigens nicht der Iban, der mir das Skript schnell geschrieben hat. Ich glaube, das war jemand anders. Muss ich mal gucken, oder war das wirklich der Iban? Ich bin mir da nicht sicher. Oh, jetzt bin ich durchs Feuer geraten. Muss ich hier runter oder muss ich nach oben? Ja, wenn wir durchs Feuer laufen, kriegen wir natürlich ein bisschen Lebensdamage. Ist aber erstmal nicht so das Problem. Von daher kann man sich diesbezüglich ganz locker entspannen. Nee, hier unten ging es, glaube ich, nicht weiter. Ich gucke einfach mal. Ich bin da so ganz entspannt. Und ziehe mir das Spiel so rein. Ich habe es, wie gesagt, schon mal einmal durchgespielt. Daher kann ich es nur vage. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Man könnte schon sagen, ja, so ganz 10 Jahre ist das nicht. Doch. Meinen ersten PC habe ich, glaube ich, mit 15 oder 16 oder 17 sogar bekommen. Damals hatte ich noch kein Internet. Weil, keine Ahnung, meine Mutter war diesbezüglich sehr, sehr feindselig. Brauchte das halt nicht und ist nur ein Kostenfaktor und pipapo. Und man hat es halt auch wirklich nicht gebraucht. Nee, da gehe ich wieder raus. Ja. Gut. Muss ich selbst gerade ein bisschen überlegen. Auf jeden Fall habe ich dann Dingsbums. Habe ich das in der Computerbild gesehen gehabt, das Spiel Vampire Stone 1 und 2. Da war auch Mondschein drin. Und Nightmare, glaube ich, oder so. Das hatten wir auch mal im Stream gespielt vor 2 Jahren. Und diesbezüglich, ich gehe doch nach oben. Ich gucke einfach mal, aber ich glaube, oben war auch eine Sackgasse. Es ist echt schwierig. Also die Dungeons sind schon nicht einfach gemacht, muss man sagen. Aber was mir gefällt ist, Magiergürtel 30 Int behalte ich. Den kann ich nämlich dem Wallner schnell anziehen. Oh, hat er schon. Mental 200, passt. Ich muss mal gucken, ob alle wirklich voll sind mit Leben. Und vielleicht nochmal einen Rechner aufgesetzt. Das ist die Frage, was für einen Rechner nehme ich? Den vom iPad. Das Ding liegt da hinten am Bett. Naja, ich habe halt immer ganz gerne so einen kleinen Rechner, auch wenn ich es theoretisch nicht brauche. Einfach, keine Ahnung, ich mag es generell, Games sich so ein bisschen handfest zu machen. Okay, hier war ja der Speicherstein und ich habe schon wieder vergessen, nach den Blutvorräten zu gucken, beziehungsweise darauf zu achten. Ist nicht ganz so geil. Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. Wunderschön, toll. Ach, Wallner, Elaine, Asgar, das sind schon, ist schon ein süßes Trio. Passen aber auch wirklich, also in Vampire Stone 1 passen sie auch wirklich sehr gut zusammen.
Wallner so ein bisschen so der kleine wehleidige Typ. Erstmal, natürlich ist halt auch der jüngste von allen, Elaine, so die Mutti, die das alles so ein bisschen im Gleichgewicht hält. Während Asuka halt schon so der kleine Drecksack ist, der mit seinen hämischen und zynischen Kommentaren immer so ein bisschen so die Giftzwiebel ist. Ist schon ganz lustig. Hat was, das Trio. So, hier geht's wieder raus. Nach oben war es zu dem Dingsbums und nach rechts war, glaube ich, eine Ding... eine Sackgasse. Ich gucke einfach nochmal nach. Ich bin diesbezüglich echt, orientierungslos. So, 440 Erfahrungen. Das geht eigentlich. Wie viel brauche ich dann eigentlich? 276.324 minus 260.554, das sind 15.770. Okay. Ich bin nicht müde, ich habe einen Sauerstoffmangel. Und ich habe immer noch nicht geguckt, ob alle mit ihrem Blutvorrat fertig sind. 460, 461, 505. Okay, die sind alle voll genuckelt. Das hört sich so, das hört sich bei Vampiren so falsch an. Aber na gut, passt schon. So, Erfahrungen, das passt alles ganz gut. Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass es hier in diesem Gang weitergeht, weil ich mir vorstellen kann, dass ich den nicht wirklich gesetzt habe. So, ich behalte das jetzt mal so ein bisschen an. Wie viele normale Seelen habe ich? 40. Das bedeutet 59. Kann ich noch tragen? Alles da drüber. Alles da drüber ist Verschwendung. Ist natürlich hart, dass der Asuka jetzt so overpowered ist wegen dem Vampirsäbel. Kannst du mal sehen, die LA macht 90 Damage und der Asuka 160. Ist natürlich schon, eine Hausnummer. Muss man schon sagen. Ja, hier, da geht's. Warte mal, wie viele rote Steine habe ich eigentlich? Blauer Stein, roter Stein. 2, okay. Könnte natürlich den Wassertempel mal aufsuchen, aber ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt. Jetzt habe ich vergessen, die Seelen mitzuzählen. Warte jetzt. 44. Gut. Passt schon. Ja. Wie gesagt, normalerweise mag ich ja diese Kämpfe. Die sind ganz nett. So schön rundenbasiert. Ist total mein Game. Auch die Grafik ist schön. Generell muss es halt nicht unbedingt die dickste, fetteste Grafik sein. Schrein des Feuers. Ja, ich habe genug Mentalität. Giftige Krallen gefunden. Giftige Krallen sind aber sehr schwach. Hier ist ein Loch in der Brücke. Gegenstand. Was bringt's, wenn ich den blauen Stein da reinwerfe? Besser nicht. Ich schmeiß mal diesen roten Stein ins Feuer. Angriffsstärke aller um 5 gestiegen. Oh, um 5 nur. Okay, aber immerhin... 319. Das müssten dann 324 sein. Ja, super. Wunderbar. Hat sich doch gelohnt. Plus 10 Permanentstärke ist geil. Jo, jetzt eigentlich nur noch hier raus, weil mehr rote Steine haben wir nicht. Aber dafür können wir noch weiter Seelen sammeln. Das ist doch schon mal schön. So, wenn meine Seelenvorräte und meine Seelensteine alle wirklich komplett aufgebraucht sind, dann... Ja, Seelen jetzt nicht. Also ich würde mal sagen, die normalen Seelen und die kleinen Seelen behalte ich so zum Sammeln. Aber...
kann ja in der Pharaustra-Pyramide kann ich ja noch richtig viel starke Seelen sammeln und ein bisschen leveln. Obwohl, leveln muss ich jetzt nicht mehr. Weil ich glaube, man braucht nur Level 40, um die Story weiterzumachen. Oder im Endbereich. Das Maximum Level weiß ich nicht, ob das 99 oder 50 ist. Aber ich meine, bei Vampire's Dawn 1 wäre das Max Level 50. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber seine Werte kann man natürlich noch weiter steigern, das ist klar. Man kann bis 999 alle Werte steigern, wenn man genug sammelt. Überrascht den Gegner, yay! Und ich habe vergessen, auf den Rechner drauf zu drücken. Ist egal, wir haben genug drauf geschissen. Ich konzentriere mich aufs Quatschen. Und nicht auf irgendwelche netten Nebenher-Gimmicks. Maximaler Mentalwert 200. Truhe im Schloss 180. Ah, da habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Okay. So, das haben wir. So, Schrein des Feuers haben wir hinter uns gelassen. Ich will jetzt nochmal einfach mal so diese kleinen Inseln abklappern, in der Hoffnung, dass es da vielleicht noch irgendwas gibt. Man weiß es ja nicht. Aber trotzdem speichere ich mal ab. Ich kann mir den Luxus durch den Speicherkristall ja leisten. Welch Irrsinn der Menschheit zu glauben, sie sei das Höchste auf Erden. Tja, wie viel Kohle habe ich eigentlich? 100. Weißt du was? Warum eigentlich nicht? Gehe ich mal in die Gruft? Oh, her, ihr habt 11.565 Silber gelagert. Wollt ihr welche mitnehmen? Ich habe genug. Ich will es umwandeln. 92.800 Filer, geil. Ich weiß nicht ganz, ob... Fischmann! alles gut. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Wenn es für die Männer mehr Jungfrauen gibt, dann sollte es für die Frauen auch Fischmänner geben. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so das ist, was man sich unter einem Meermann oder einem Fischmann vorstellt. Entschuldigt bitte. Das war nicht... Ja, die sind ja echt lasch, ey. Sorry, aber das ist ja gar nichts. Ich weigere mich. Gibt es hier irgendein Event, was man triggern muss? Weil hier ist jetzt nichts. Ich spam auch den bestätigten Knopf. Na gut, dann ist das so. Dann kommt da noch nichts. Noch. Ja, der Wallner hat natürlich viel Mana-Verschwendung. Hier ist, glaube ich, der Wasserschrein, wenn mich nicht alles irrt. Hier müsste der Wasserschrein sein. Oder Schrein des Windes. Ich bleibe hier einfach mal als Fledermaus. Eins von beiden wird sein. Ja, das ist ein bisschen tricky. Weil man hier überall die Map verlassen kann. Aber hier muss man... Wie komme ich denn da oben an die Truhe dran? Muss ich hier nach links... Gut, ich kann ja auch links außen. Was haben wir hier? Wasserwächter, alles klar. Gut, ist kein Problem. Kriegen wir hin. Von daher, Aska macht da kurz einen Prozess mit seinem Vampirsäbel. So, hier ist eine Truhe. Heilstaub. Ich weiß nicht, ob ich den schon machen will, weil ich muss da sowieso hin. Da ist dann halt die Frage, ob ich lieber warten möchte. Ja, ich würde lieber warten, bis ich wirklich so weit bin. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. So, hier kann der Wallner sich nochmal voll saugen. Pfui, wer Böses denkt. Jo. Ich könnte eigentlich meinen Stuhl mal höher schalten oder stellen. So, dann sieht man auch ein bisschen Körperakustik. Dementsprechend muss ich auch das Mikrofon ein bisschen höher schalten. Alles klar. So, drei normale Seelen erhalten.
Aber ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Fischfrau, alles klar, gut. Da hat man die Frage doch schon gleich geklärt. Gibt's Fischmänner und Fischfrauen? Alles klar. Da würde ich als Mann auch nicht ja sagen dazu. Da würde ich auch lieber sagen, nope. 130. Sind die ein bisschen stärker als die Fischmänner? Könnte ich mir gut vorstellen. Na gut. Dann haben wir diese Insel abgeklappert. Wissen, was abgeht. Vielleicht gibt es hier noch was. Fertigkeit, Verwandlung, beenden. Mir ist es einmal passiert, dass ich aus Versehen die Blutkonzentration angesetzt habe. Und das war nicht so geil, weil du verlierst permanent Blut. Du kriegst einmalig 50 Blutpunkte. Du wirst auch noch gewarnt und ich habe da irgendwie total braindead einfach bestätigen geglückt. Da sagt der Opa, der Erzähler, sagt dir dann, willst du das wirklich einsetzen? Ist nicht so geil. Oh, hier ist was versteckt. Blutelixier. Giftfliege, Buschkriecher. Ich glaube, die haben kein Blut oder nur ganz wenig. Ich gucke mal, ob der Buschkriecher was hat, aber auf jeden Fall Insekten nicht. So tief sind unsere Vampire nicht gesunken. Hat kein Blut. Okay. Immerhin kriegen wir Damage. Nicht viel, aber immerhin. Und die sind nicht One-Hit. Oh, der hält gut aus. Ja gut, ist klar, ne? Asuka mit seinem 400 Damage-Crit-Schaden. Oder 250 Crit von Elaine. Alter, eine normale Seele. Aber nicht wenig XP. Also dafür, dass wir nur normale Seelen bekommen. Da ist es mit den starken Seelen bei Pharao Ustras Pyramide doch besser, weil wir da starke Seelen kriegen und nicht nur normale. Ich habe nur keine Ahnung, was da zu finden ist. Echt nicht. Außer ein paar Kettenhaube. Ich glaube nicht, dass das eine super Rüstung ist, weil ich glaube, Kettenhemden und so ein Kram hatten wir schon. Das war, glaube ich, die zweite, dritte oder vierte Rüstung. So im 20er Bereich. Da sind wir schon mit der Gargash-Rüstung drüber. Ich kann jetzt eigentlich mal das Fenster zumachen. Genug frische Luft. So. So. Ich krieg kalte Füße gerade. Kurz vor der Aufnahme war ich noch am Duschen. Da habe ich mir noch keine Socken angezogen. Denk dran, wenn es ein Mädchen werden soll, bei der Zeugung müsst ihr diese Strümpfe vom Bett anlassen. Das ist aber eine coole Musik. Ja. Und jetzt weiß ich, warum mein Stuhl so weit unten ist. Ich weiß nicht, die ganzen Gaskartuschen bei den Bürostühlen, die halten mittlerweile gar nicht mehr. Das ist unglaublich. Lehnst du so ein bisschen zurück, bleibst sitzen und dann geht's ganz schnell nach unten. Das ist so eine Last. Es ist nervig. So, es ist dunkel, das gefällt mir eigentlich, weil hier können nämlich auch im Dunkeln Geister auch rumlaufen. Ich weiß nicht, wo es überall Geister gibt, aber es ist machbar. Oh, magisch krank ist eklig. Ich weiß nicht, was magisch krank, wie das definiert wird, aber aus irgendeinem Grund verlieren Leute, die magisch krank sind, beides. Es ist nicht nur Vergiftung, sondern auch Blutung, die man verliert.
Zum Glück kann man das relativ easy heilen. Können natürlich auch mit einer völligen Reinigung. Aber solange wir die Mittel haben, passt das schon. So, Schutzring. Oh, eine Höhle. Ich würde sagen, wir speichern hier, beende den Part. Es steht dir frei zu gehen. Auch wenn du da, wenn du gehst, wird deine Seele mir gehören. Alles klar. Hab gespeichert. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und dann gucken wir mal die Höhle an. Bis dahin. Ciao.